Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich kann jetzt hier laden für mit Abholer sind, glaube ich, 4 Stellen oder so. Wir fangen an mit Bad Breisig. Da haben wir zwei Trommeln für. Da haben wir wieder eine Straße ohne Hausnummer. Ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Ich bin am überlegen, ob ich mir erstmal einen Kaffee hole, bevor ich irgendwie was mache. Guck mal, wer da kommt. Moin! Eieieiei. Da geht mein Herzchen auf. So, wir fahren jetzt gerade hier an die Tankstelle. Guten Morgen, Arne. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, mir geht es auch gut. Ich werde direkt ins Ostsee bremst. Wie gesagt, wir haben, pass auf, ich sag dir, wo es hingeht. Erstmal Bad Breisig, da haben wir zwei 250er. Dann fahren wir nach Gappenach, da haben wir 6 Meter Rohr. Das haben wir gerade hinten rechts und links am Hänger so reingequetscht. So reingequetscht, Junge. Und dann haben wir Polsch. Und in, wenn ich mich nicht täusche, ja, genau, in Polsch müssen wir dann auch zurückladen. Und zwar eine 250er und eine 120er. Das machen wir. 9.44 Uhr sind wir beim ersten. Alter, weil ist mir dann so warm? Wo haben wir denn überhaupt die Temperatur schon auf 80 Grad? Ich muss mir jetzt eine gute Bots anschauen. Das ist schon wieder so schwül, ne? Wir haben gerade 19 Grad. 19 Grad, stellt sie dir vor, ist kühl. So, im Gegensatz zu den letzten Tagen, sag ich mal so, ne? Das ist so drückend. Und ich habe mich auch gerade schon kaputt geärgert, das ist geschehen, ne? Ich bin schon durch, ich könnte schon Feierabend machen. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Aber war gerade ein bisschen Hickhack, weil ich habe so viel gar nicht drauf bekommen. So viel gar nicht drauf bekommen. Aber da kann ich schon nochmal nichts tun, mein Auto hat ja noch eine bestimmte Größe. Und ich habe das ja quasi gar nicht geplant, ne? So, wir bleiben jetzt mal gerade hier stehen. Und dann werden wir uns gerade mal einen Milchkaffee holen, weil ohne, ich komm schon nicht klar. Das machen wir nicht. So, dann fangen wir ja jetzt an. Was haben wir? Also, können wir jetzt losfahren? Findet ihr das? Ich muss noch mal gerade gucken, ich habe natürlich habe ich hier. Das sind die 250er. Wellerstraße, Parkplatz 77. Was soll ich darunter verstehen? Da rufe ich dann. Achso, ich kann mir ja gerade mal eine kurze Hose anziehen. Das mache ich mal gerade. So, ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich mir denken kann, dass das heißt, Wellerstraße 77 eventuell. Eventuell. Da gucken wir jetzt mal. Parkplatz, Wellerstraße 77, weiß aber nicht genau. Wir gucken jetzt erstmal. Wir fahren erstmal in die Richtung. Erstmal die Sonnenbrille auf, sonst gibt es ja nichts. Ist frei. Am Hänger haben wir rechts und links lang, Rohr 6 Meter. Wir laden jetzt erstmal die 250er ab, das geht wunderbar. Und dann müssen wir auf jeden Fall gleich mal beim zweiten sind. Der kriegt nur das Langrohr, was rechts und links am Hänger ist. Da müssen wir dann von den kleinen Rollen, die ich drauf habe, alle Gurte lösen, weil die sind nämlich alle eingeklemmt, die Rohre. Verstehst du? Was machen wir? Wir sind um 10 vor 10 beim ersten in Bad Breisig. Bad Breisig. Bad Breisig. Okay. Dann machen wir das. Ich habe kurz Hose angezogen. Das hältst du nicht aus. Ich kann nicht den ganzen Tag in langer Hose rumlaufen. Das funktioniert überhaupt nicht. Da gehe ich kaputt. Da kriege ich einen Kreislaufkollaps. Da liege ich irgendwo tot in der Ecke und ich finde keine, verstehst du? Die fahren einfach
Ich habe hier keinen Platz, verstehst du? Ich muss aber hier hoch, ich muss es gleich links rein irgendwo. Hoffe ich, dass die Straße, wo ich jetzt rein muss, etwas breiter ist. Das wäre natürlich total toll. Ich muss aufpassen mit dem Spiegel hier wegen der Laterne und so. Es ist alles ein bisschen eng. Warum muss ich hier hoch, ey? Warum muss ich hier hoch? Weil die da Glasfaser brauchen. Wahrscheinlich. Es klappt schon. Wir gucken mal rein. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht wohin. Zwei Telefonnummern und nirgendwo geht einer ran. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fahre jetzt erstmal die Straße ganz durch bis oben Ortsausgang. Dann beginnt freies Feld. Vielleicht ist da irgendwo Parkplatz 77. Keine Ahnung, was das ist. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas sehe, rechts und links. Zwei Telefonnummern und nirgendwo geht einer ran. Es ist nicht schön. Vielleicht sehen wir hier irgendwo einen Parkplatz, wo schon was steht. Dann können wir das dabei ballern oder aber oben am Ende. Oder aber gar nichts. Aber ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Straße. Ich frage mal den Mann hier. Guten Morgen. Ich habe hier eine Anlieferung von Glasfaser auf der Straße hier. Wissen Sie irgendwann von einem Sammelplatz, wo Trommeln stehen oder sowas? Oben am Ende? Ich habe am Schein steht Parkplatz 77. Ist das vielleicht am Ende oben, am Ortsausgang? Irgendwo? Ja? Stehen da oben irgendwelche Trommeln noch vielleicht? Trommeln, ja. Ja, dann fahr ich mal hoch. Danke Ihnen. Jetzt haben wir hier wieder eine Stelle, wo die basteln. Aber da kannst du hier auch so nichts abstellen. Da muss irgendwie so ein... Ja, da kommt es aus der Erde, ne? Parkplatz. Hier kommt ein Parkplatz. So, woher soll ich jetzt wissen, wo was abzustellen ist? Ich kriege auch keinen am Telefon. Ah, hier. Ah, hier liegen Sachen. Alles klar. So. Dann machen wir jetzt mal gerade die Pumpe an. Sachen, ne? Die Handschuhe sind nass. Was haben wir denn noch für Handschuhe hier? Sollen wir die nehmen? Ja, alles klar. Dann machen wir nämlich hier. So, die Trommel ist das. Ein bisschen rüber. Und die Trommel hier. Und jetzt kann ich euch zeigen, was ich den Rohren meinte. Das sind die Rohre. Die kriegt der zweite, muss ich gleich alles lösen, damit ich hier raus sind. Da hinten sind auch noch welche. Und die Trommel hier. Das machen wir jetzt alles mal ganz fix. So, die Schoner stecke ich jetzt hier rein, damit die nicht hängen bleiben. Und dann ziehen wir die langsam hier durch. Hier bleiben sie auch hängen, siehst du? So, sonst muss ich die nämlich immer, und da wird das hier auf der anderen Seite einrollen. Oh, Junge. Lass hier rüber. Roll ich jetzt was mal. Ein bisschen was auf. Mhm. Ja. So, das sind die Klamotten, die hier schon liegen. Jetzt gehen wir hin. Stellen die Trommeln. Ja. Da hinten, ne? Bis dann.
später. Sind hinten am Anhänger die Rohre, ne? Ich mache jetzt hier gerade noch eine Schienenbahn. Stehst du? 2x250. Das ist er hier. Ich habe gerade schon schön gedreht. So, Ladies und Gentlemen. 42 Kilometer, 11,18. Den nächsten Rohr runterschmeißen und dann nach Polsch. Abladen, laden. Noch 1,4 Kilometer, dann geht es rechts ab. Wir fahren aber in diese Straße rückwärts rein. Dann ist normalerweise auf der linken Seite die Baustelle und da ist eine große Haltebucht, wo ich mich rein manövrieren kann. So war es auf jeden Fall die Tage. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, dass da jetzt frei ist, ansonsten muss ich mitten auf der Straße stehen bleiben. Ich habe da keine andere Wahl. Und hier werden wir jetzt, da oben steht noch meine Trömmelchen. Die Parkpunkt ist auf jeden Fall frei. Das ist sehr gut. Gucken, dass wir direkt in die Bucht hier reinfahren. Hier vorne ist auf jeden Fall die Mauer zu Ende. Der will auch hier rein kippen oder was? Das ist aber jetzt scheiße. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, because ich muss erst abladen. Und jetzt geht der Rest. Der Rest geht komplett nach Polsch. Der Rest komplett. Jetzt scheinen wir doch irgendwo hier drin. Und dann ist das gut. Will er hier rein oder was? Ich muss jetzt hier links rum. Das müsste ja normalerweise gehen. Normalerweise.
11:39 beim nächsten. Schlagen wir das Lenkrad maximal wieder ein. So. Da waren jetzt 5 Minuten mit allem. Wenn hier einer um die Ecke geschossen kommt, nee, kann ja nicht. Ich sehe alles. Jawohl, ja! Kilometer, was sagst du dazu? Abladen, aufladen und dann kriegen wir vielleicht. Vielleicht gehen wir noch abladen. Das mit dem PKW ist da auf der anderen Seite, ist auch immer geil. Ich will da nichts berühren, ja. So, da vorne stehen wahrscheinlich die Trommeln, die ich mitnehmen muss. Ist das nicht toll? Aber wieso zwei so große? Wir gucken jetzt mal. Erstmal schauen, wo wir das abladen. Ich kann mich ja nur quer hier vorstellen. Wäre toll. Wo steht das denn hier? Nirgendwo. Ich weiß jetzt, welche das ist. Das ist die große und die kleine. Kann ich auch vielleicht ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Ja. Also die Nummer stimmt auf jeden Fall. Und die... Leck mich doch am Arsch, ey. Meine Fresse. So, die ist es und die Kleine. Da hängen. So, dann bin ich fertig. Ach, Mensch. Zwei Trommeln geladen und den Rest hat der eigentlich bis auf die Starttrommel im Startblei gemacht. Rucki zucki. War ich leer. Uhuhu. Schau mal gerade
am Autohof. Am Autohof habe ich mir einen Kaffee geholt und eine Brezel. Und jetzt sind wir hier in Niederzissen beim Darm, an der Tankpool und machen mal gerade den Tank voll ein bisschen. Ich bin jetzt hinten reingefahren. Das ist wahrscheinlich falsch. Hinten ist Ausfahrt. Die haben ja jetzt hier auch Säulen. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist. Wo ich das letzte Mal hier war, waren die Säulen, glaube ich, noch nicht da. Ich glaube. Wir machen jetzt hier an der 5 den Tank voll. AdBlue machen wir immer auf dem Hof. So, der Wagen wird jetzt 3. Und dann gucken wir mal, bespreche ich mal den mit dem André wegen den Reifen. Aber hier sind sie noch, hier ist noch nichts. Also das ist noch alles gut. Hier sowieso. Wir gucken mal den Antrieb. Das besprechen wir mal. Und dann sehen wir weiter. Anhänger ja. Anhänger sowieso noch nicht. Die zwei Trommeln haben wir gerade geladen, ne? Die laden wir morgen ab. Schon wird gleich da an. Also ich habe ja eine Telefonnummer von einem Verlader. Viele Grüße, Fatih. Und normalerweise werden ja große Trommeln direkt vorne an der Einfahrt abgeladen. Und dann frage ich immer, ich habe eine große, eine kleine, vorne anhalten oder mit durchbringen. Und dann fahren die in den Stapel rein. Aber das muss man erst abklären. Sonst bist du für 7:15 bestellt. In dem Moment, wo du am Abladen bist, sind schon wieder zwei andere durch. Ne? Dann stehst du noch länger. Deswegen. Und du musst ja auch irgendwann mal raus. Und heute hat wieder alles wunderbar geklappt. Und daher, es läuft ja. So, dann tragen wir das ein hier. Das ist gut. Karte ist drinne. Papiere auch drinne. Dann fahren wir jetzt zum Hof. Ich rufe jetzt an gleich, weil ich morgen da sein soll. Das muss ich ja noch in Erfahrung bringen, verstehst du das? Immer dieses Gucken nach den Schuhen, Alter. Doof, ne? Tank voll, das ist wunderbar. Viertel vor 7 soll ich da sein. Ich habe nachgefragt. Hinten ist schon ein riesengroßer Abschnitt fertig von der A61. Ne? Viertel vor 7, dann habe ich Essen und ich hätte mir gerade gesagt, vor 2-3 Minuten, Heiligenhaus. Jetzt ist so etwa das, genau. 10 Minuten sind wir am Hof. Ging ja doch relativ schnell heute. Fahren hier auf, oder? Backa, 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 backa. Machst du Story? Snapchat-Tour. Schönes Auto hast du. Ja,